Wunderschönen guten Morgen. Haben wir Ton? Hannes, wir haben Ton. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen in einer neuen Folge. Wir haben heute den 1. März. Oh, für alle, die sich fragen. Ich habe als erstes heute Aufnahmen gemacht von der Luft. Also als erstes Drohnenaufnahmen, mit was ich filme. Ab jetzt mit einer Mavic 3. Sonst immer mit einer R2S. Mit einer R2. Und eine R2S hatte ich zwischendurch auch mal. Das Ganze mit dem Smart Controller. Also viele fragen immer, welche Drohne hast du? Aktuell seht ihr eine Cine 3. Wenn ihr dann fragt, welche Drohne kann ich empfehlen, mit einer R2 oder einer R2S macht ihr absolut nichts falsch. Ansonsten für schmalere Portemonnaie ist es dann eine Mini. DJI Mini 2 ist das, glaube ich, aktuelle Modell. Jo, wir haben heute richtig Frost. Wir hatten heute Nacht minus 4. Wir hatten gestern Nacht minus 5, verrückterweise. Und unsere Zubringer sind aktuell noch auswärts. Wir können quasi sowieso nicht auf gefrorenem Boden fahren, aber die fangen immer so 8, 9 an, wenn der Frost weg ist beim Kunden. Und ja, fahren abends so bis 18 Uhr, 19 Uhr. Da vorne kommt schon einer. Die fangen nämlich gleich erst an. Die fahren die erste Tour holen, die haben ein bisschen weiter zu fahren. Und dann kommen wir dazu, was wir gleich fahren. Ich will euch den noch bloß raufnehmen. Da vorne fährt der Erste. Da haben wir nämlich Basti. Und direkt dahinter kommt nämlich Svenny. Mit seinem neuen schwarzen Kotte. Da. So, da fahren sie. Und wir haben da den guten Detlef. Und was machen wir heute? Wir haben ja immer noch die Messerwalze. Von Meier. Die wollte ich immer mal testen und ich habe ja schon bei der Crosscutter damals gesagt, Mensch, bei Frost wäre das Ganze auch mal interessant auszuprobieren. Die Messer haben dann mehr Widerstand und wir haben aber nicht so viel Bodenbewegung. Also die holen ja quasi keine Erde hoch. Und dann haben wir gesagt, das machen wir heute mal. Und wir haben uns, eigentlich wollte ich gestern schon, aber hatte gestern den ganzen Tag mit der Biogas zu tun, wollte es gestern selber die Übung machen. Und heute Morgen habe ich aber eigentlich hier nach gleich noch zwei Termine. Deswegen habe ich mir gedacht, yo, frag doch mal Detlef. Detlef, wie sieht aus? Wir fahren heute früh mal los und wir haben hier mega geiles Licht. Also ich wusste gestern schon, dass die Sonne scheint und dass wir Frost haben und dass wir eigentlich so eine geile Lichtstimmung haben. Und deswegen habe ich auch gleich gestern als erstes erstmal eben gefilmt. Was uns noch so ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen Diesigkeit heute Morgen. Das wäre noch geiler gewesen. Also es ist fast schon zu klar wieder. Ja. Also der Grundgedanke Messerwalze ist jetzt das Zerkleinern der Erntereste. Wir sind hier auf dem Stück Sonnenblumen, wo wir hier diese ganz großen Probleme hatten mit der Sklerotina, wenn ihr euch erinnert. So, die wollten wir halt zerkleinern, damit die jetzt bald von den Regenwürmchen zerfressen werden und damit auch dann quasi die Krankheitserreger zusätzlich... Muss ich gucken, hoffentlich kriege ich das, da habe ich mich noch gar nicht drum gekümmert. Zusätzlich wollte ich eigentlich so einen biologischen Pilz aufsprühen. Das Mittel heißt Contrans VG. Und dieser Pilz ist sozusagen ein Parasit auf dem Schadpilz und baut den sozusagen ab. Das wollte ich eigentlich machen. Genau, aber vorerst habe ich gedacht, hier Messerwalze, erstmal zerkleinern das Ganze. Und wie gesagt, der Grundgedanke war ja quasi, wir zerschneiden erstmal alles, was hier oben drauf ist und haben kaum Bodenbewegung. Und wie wir sehen, passt das auch ziemlich gut. Wir haben jetzt hier zwar ein bisschen harten Boden, so, da. Ne, den haben wir jetzt ein bisschen bewegt, aber nicht groß und dann haben wir doch keine Struktur kaputt gemacht. Aber die Stücke sind ziemlich klein eigentlich hier. Ne? Was natürlich ist, wenn die Spuren jetzt hier so ein bisschen tiefer sind, wie hier, dann erfasst die Messerwalze das nicht. Wir haben die Messerwalze, ich glaube in der nächsten Bahn haben wir sie noch ein bisschen aggressiver gestellt. Die lief vorne noch ein bisschen locker und lief mehr auf der Walze. Das haben wir jetzt so ein bisschen abgeändert. Ich glaube ab hier war das, genau, die Spur eben noch nicht. Ich glaube ab hier, man sieht das auch so ein bisschen. Und damit haben wir auch ein bisschen mehr Material jetzt hier zerdrückt. Was natürlich auch ist, was viele auch schon beim Dreschen gefragt haben. Die haben ja gefragt, wie sieht das denn nun aus? Sonnenblumen, wie machst du die klein? Hört ihr das? Die sind so mürbe nach dem Winter. Also quasi kannst du hier einmal mit dem Striptail rüberfahren und dann sind die auch total zerbrochen. Aber ich finde die Lösung mit der Messerwalze bis jetzt eigentlich ganz gut, weil sieht wirklich gut aus und das
Macht hinterher auch ein schönes Bild. Also können uns das ja nochmal vorher angucken. Und in der späteren Folge dieses Videos gucken wir uns auch die Messerwalze genauer an. Da werde ich heute Nachmittag mitfahren und dann können wir uns das genauer angucken. Also so sieht quasi das Ergebnis vorher aus. Erinnert euch, wir hatten ja hier derbe Probleme mit den Sonnenblumen. Hier sind noch ein paar Köpfe. Ne, da sind aber jetzt keine Körner mehr drin. Hier liegen sie ein paar auf dem Boden. Wir hatten ja quasi die Probleme mit einer Krankheit. Und hier ist gleich noch so ein interessanter Moment. Und deswegen haben wir hier auch sehr viel Material an der Oberfläche. Ich wollte jetzt aber nicht den Fehler machen, den ich letztes Jahr gemacht habe. Die Ausfallsonnenblumen vergraben. Das habe ich letztes Jahr gemacht und war ein Riesenproblem hinterher in der Folgekultur. Ich wollte das eigentlich mal anders machen. Ich wollte das eigentlich alles an der Oberfläche lassen, damit wir auch die Saat an der Oberfläche haben. Entweder keimt sie dann zügig oder wird weggefressen. Und dann gucken wir uns einfach an, ob das dieses Jahr gut funktioniert, meine Theorie. Learning by doing, Leute. Learning by doing. So, da kommt das gute Stück. Wir haben jetzt hier die 39 vor. Die anderen beiden sind halt die kleinsten Trecker, die fahren immer vor den Zubringer. Wir haben jetzt vorne dran ein 1,5 Tonnen Gewicht, glaube ich, ist das, oder 1,2 Tonnen. Braucht man auch ungefähr. Das Gerät ist nicht das leichteste und hängt hinten im Dreipunkt. So, da vorne haben wir jetzt den Haufen. Ich glaube, der ist auch fast am interessantesten, der Haufen hier. Der sieht jetzt nämlich hinterher so aus. Also komplett klein, hier unter ist noch ein bisschen längeres Material, aber richtig schön durchgeschnitten. Seht ihr das? Also Sonnenblume ist wirklich schönes Material hinterher, was relativ schnell verrottet. Ist kein Vergleich zu Maisstängel. Wir gucken uns das Ganze nochmal mit der Lichtseite an. Und wie gesagt, im späteren Verlauf des Videos gucken wir uns das ganze Gerät von außen an, fahren ein bisschen aus der Kabine. Ich gebe euch dann so ein bisschen eine kleine Aussicht über den Dieselverbrauch, was wir so haben, was er so anzeigt. Aber kann ja nicht viel sein. Läuft ja relativ einfach, das Gerät. Also, das war erstmal die Idee bei Frost und ich muss sagen, mir gefällt das eigentlich ziemlich gut. Klar, wir haben jetzt vielleicht da, wo Spuren waren und noch so die kleinen Dämme von der EDX, haben wir jetzt vielleicht hier so in der Längsrichtung ein paar Stängel zu liegen. Ja, man muss jetzt aber auch sagen, die sind eh schon einmal überfahren, die sind Möbel. Ich glaube, da macht jetzt auch bald die Natur für uns den Rest. Man muss ja auch nur so viel Einsatz bringen, wie man wirklich braucht. Also wenn man das so sieht, ne? Das ist so mürbe, es zerfällt förmlich. Also ich glaube, spätestens wenn wir hier mit dem Strip-Till rüberfahren, ist das richtig mürbe. Da wird es natürlich interessant, nochmal, wie es aussieht. Aber aus erster Sicht muss man sagen, das Ding macht mega Arbeit. Sieht sehr begeisternd aus. Wir kriegen im Laufe des Tages heute noch auftauende Bedingungen. Dann filmen wir heute nochmal, dann gucken wir uns das Ganze bei auftauenden Bedingungen an. Gespannt bin ich auch total auf den Mais. Also die Maisstängel sind jetzt auch richtig mürbe. Detlef hat jetzt hier noch, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde und dann fährt er direkt rüber, da auf der anderen Seite, haben wir Maisstoppeln und dann werden wir das Ganze mal ausprobieren. Übrigens, kleiner Fun-Fact, am Donnerstag kommt die Profi, die macht hier den Fahrbericht, die dürfen dann eine Runde mit unseren 39 und der Messerwalze drehen und die machen Fahrbericht über diese Messerwalze. Also wenn ihr die denn in irgendeiner kommenden Profi-Ausgabe seht mit dem Fahrbericht, das war bei mir, das wurde bei mir gedreht. Ansonsten hoffe ich, dass ihr alle erstmal schön durch den Winter gekommen seid. Dass wir uns jetzt wieder regelmäßiger sehen. Ja, und dann sage ich mal, bis später, wenn es hier nichts mehr Interessantes ist. Aber das Ding macht gute Arbeit. Man sieht jetzt hier auch so ein bisschen, wo die Dämme immer waren, ne? Seht ihr das? Da war ein Damm, da war ein Damm, da und da. Und da drinnen liegen so ein bisschen die Stoppeln. Wir haben halt festgestellt, viele sagen jetzt, ja, fahr doch mal quer zu dem Ganzen. Naja, aber die Schneidrichtung ist ja längs. Du änderst ja am Schnitt quasi. Also du hast den besten Schnitt in deiner Messerwalze, wenn der Stängel tatsächlich ja 90 Grad zu der Messerwalze liegt. Das heißt, Fahrtrichtung
Nee, Messerwalze, Stängel. So, und das haben wir aktuell genau dann, wenn wir in dieselbe Richtung fahren, wie wir gelegt haben. Mit der X-Cut von Kerner war das ja ein bisschen anders. Die schneidet ja in allen Richtungen, die schneidet ja richtig viel. Aber ansonsten, die wäre hier auch nochmal interessant gewesen. Aber wie gesagt, die habe ich nicht mehr auf dem Hof, aber die hatte auch so ein bisschen Probleme mit den Steinen. Aber ansonsten auch ein vernünftiges Gerät. Ich bin gespannt. Wir haben schon wieder viel zu viel gequatscht bisher. So, ein paar Stunden sind vergangen. Jetzt inzwischen haben wir schönes Wetter, wir haben Pullover-Time. Wir sind jetzt gerade auf der Zwischenfrucht. Ich war gerade schon mal auf der Sonnenblumen noch mal gucken. Und das ist wirklich begeisternd. Das ist aus mehreren Dingen begeisternd. Zum einen, das ist die Zwischenfrucht mit der Primera. Machen wir uns nichts vor, mit Abstand die beste Zwischenfrucht überhaupt, die wir letztes Jahr hatten. Wir haben einen ganz großen Vorteil. Wir hatten hier überall einen gleichmäßigen Feldaufgang. Und wie ihr seht, es gibt kein Ausfallgetreide. Es ist alles mit weg. Es ist alles totgefroren. Hier gab es keine Pflanzenschutzbehandlung. Es ist alles weg. Weißt du, wo wir ein bisschen was haben? Da. Wenn so ein bisschen Fahrgasse kommen, aber das sind hier Gräser. Hier ist ein ganz bisschen Ausfallgetreide. Seht ihr das? Ansonsten ist alles weg. Das ist nur Zwischenfrucht. Also wir haben hier keine Bodenbearbeitung gemacht. Wir haben hier Zwischenfrucht in Direktsaat. Ihr seht, hier sind noch ein paar Reststoppeln, aber die sind jetzt auch bald Geschichte. Dann haben wir hier die Zwischenfrucht reingedrillt, wie ihr so seht, hier so ein bisschen. Hier ist noch ein alter Rettich. Und dann haben wir hier nichts gemacht. Die ist dann gewachsen, dann ist sie jetzt hier abgefroren. So, ne? Und quasi würde ich jetzt von Haus aus gar nicht hier rüberfahren. Ich würde jetzt hier einfach nur noch Strip-Till machen und dann Mais reinlegen. Ich will jetzt hier bloß ein paar Bahnen fahren, weil ich weiß, einige wollen die Zwischenfrucht auch zerkleinern. Wie sieht das Ganze aus? Wie sieht das mit dem Gerät aus? Wir machen jetzt hier nur ein paar Bahnen, ein paar Luftaufnahmen und dann lasse ich das eigentlich auch so in Ruhe. Aber ansonsten ist das Arbeitsbild von dem Ding echt begeisternd. Das ist ja wirklich ein schöner Job. Machen wir uns nichts vor. Wir haben hier noch ein bisschen Klee. Da seht ihr das? Da ist ein ganz bisschen Klee noch mit drin. Da. Aber der meiste ist auch, hier haben wir auch noch ein bisschen. Der meiste Klee hat es auch nicht geschafft. Obwohl ein bisschen, wenn man hier so rüber guckt, ein bisschen Klee ist noch da. Was ich euch aber auch sagen kann, wir waren ja hier auf dieser Fläche und haben das Vorgewende rundherum mit der Kernermesserwalze gemacht und wollten gucken, wie sich der Bestand entwickelt. Der hat sich wie folgt entwickelt, da steht Ausfallgetreide ohne Ende. Quasi nichts machen ist die beste Lösung. Wie sieht das ganze Gerät denn nun aus? Wir haben hier 4,2 Tonnen, was das Ganze wiegt, also das Ding ist wirklich gut schwer. Da habt ihr die Firma Meyer Agrartechnik. So, da habt ihr die Internetseite, falls ihr okay jetzt sagt, ja, das sieht gut aus. Ich krieg dafür kein Geld, Leute, wenn ich euch jetzt hier vermittle, aber ihr seht einfach, wie es aussieht. Dann haben die hier zwei Reihen Messerwalzen quasi, die sind so ein bisschen versetzt. Ist so ein bisschen der Vorteil. Wir haben hier quasi, bei vielen Messerwalzen ist das Problem, der Raum hier zwischen. Keine Bearbeitung. Sie haben hier die Messerwalze versetzt und dadurch haben wir eine gute Schnittfrequenz quasi. Ja, da haben wir hier so geriffelte Messer, die sind auch echt scharf, muss man sagen. Die ganze sind hier an diesen Federn aufgehangen. Also die arbeiten hervorragend, muss man wirklich sagen. Und dann haben wir hier einfach nochmal so eine Schutzmatte aus hartem Kunststoff, die quasi die Erde ableiten soll und die Materialien ableiten soll. Und wir haben obendrauf wirklich wenig Material, wenn kommt ein bisschen was von der Walze. Die sieht so folgendermaßen aus. Der Manko, den ich hier so sehe, wäre die Federung, quasi wenn wir hier Steine haben oder so. Das Gerät kann ein bisschen ausweichen, aber nicht wirklich ultra krass. Ich habe aber mit denen telefoniert, die meinten, man kann statt dieser Höhenregulierung, gibt es auch eine mit Hydraulikzylindern. Dann hätte man quasi auch Druckspeicher und dann könnte man das quasi ein bisschen mit Steinsicherung bauen. Also die Option gibt es dann auch. So sieht das Ganze quasi aus. Ne, also die Walzen haben schon eine Lücke, aber das finde ich jetzt auch gar nicht weiter schlimm. Bei extrem nassen Bedingungen, ja, könnten die sich zusetzen, aber ich denke, bei extrem nassen Bedingungen haben wir sowieso nichts auf dem Acker verloren. Ansonsten, Leute, begeisternd. Begeisternd. Wir haben hier wirklich, auch wirklich wenig Bearbeitungstiefe hier. So, ungefähr, was würde ich jetzt sagen? Das sind
Also 3 Zentimeter, die wir hier bearbeiten. Deswegen vielleicht auch die Variante wieder mit dem Frost. Wem das hier halt zu viel Bearbeitung ist. Meine Variante wäre tatsächlich ohne etwas machen. Striptill. Ich habe aber auch, muss man sagen, von den Komponenten eine relativ feine Zusammensetzung gehabt. Wenn man jetzt hier einen 5 Meter hohen Senf hatte, oder auch 1,50 Meter, 1,80 Meter, der kann sich natürlich deutlich wickeln, ne? So, der kann sich natürlich deutlich wickeln. Sonnenblumen gucken wir uns gleich nochmal an. Die sahen auch richtig geil aus. Das ist begeisternd. Der sieht wirklich gut aus. Zufriedenstellend. Mit Steinen noch gar kein Problem gehabt. Also, bis später erstmal. So, jetzt sind wir nochmal auf Mais gelandet. Ja, ist schon ein krass gutes Ergebnis, muss man sagen. Ich meine, klar, wir haben jetzt Frühjahr gehabt, beziehungsweise wir haben Winter gehabt und die Maisstoppeln sind super mürbe. Aber die sind jetzt wirklich kaputt. Also hier komplett bis zum Ansatz. Hoffentlich kriege ich das nochmal hin. Ich will das unbedingt nochmal mit der Güttlerwalze jetzt probieren. Ob die eventuell schon auch ein ausreichendes Ergebnis erzielt. Aber hier ist natürlich richtig bis zum Wurzelhals alles zerbrochen, ne? Aber hier muss man jetzt sagen, hier haben wir ja wieder die Dämme von NX, wie ihr seht. Ne? Und hier haben wir wirklich jetzt wieder viel Bodenbearbeitung. Jetzt sieht es quasi wieder aus wie nach einem Stoppelsturz. Und was wir hier auch haben, wie ihr seht, wir haben hier so kleinere Steine. Wir haben ja auch ein bisschen größere. Und hier habe ich tatsächlich auch wieder das Problem, was ich mit der Kerne hatte, hier, dass sich diese Kollegen oder so mal gerne zwischenklemmen und zu Stopfer sorgen. Also ich bin jetzt hier 4 Bahnen gefahren und habe auch hier 2 Stopfer gehabt. Aber nichtsdestotrotz, das Ergebnis ist hervorragend. Wirklich. Wirklich. Also ohne Zweifel. Wenn man jetzt vielleicht noch ein bisschen auf dem Frost hier rumrollt, da hat man vielleicht keine Bodenbearbeitung, aber eine hervorragende Maiszerstörung. Oder Halmzerstörung. Gut, ich roll noch einmal zu den Sonnenblumen rüber und zeige euch da nochmal das Ergebnis, bis wir dann kommen wir dann zum Fazit. Also, bis nachher. So, jetzt haben wir das Ergebnis. Hier mit den Sonnenblumen. Und jetzt wollte ich einfach mal wissen, warum das hier stockt, um ehrlich zu sein. Weil irgendwas blockiert hier nämlich auch. Und ich will wissen, wo sich das festsetzt. Also meine Vermutung ist ja hier zwischen wieder. Ja, so wie es aussieht, würde ich sagen. Aber da klemmt nichts zwischen. Schwierig, aber ich würde schon sagen, dass es die erste Messerwalze ist, die hier klemmt. Also das hat man ab und zu, dass das kurz klemmt, dann fährt man ein kleines Stück rückwärts und dann geht das wieder. Aber es ist auch erstmal nicht zu erkennen, warum das quasi klemmt. Aber ich vermute auch, dass da irgendwo ein Stein zwischenklemmt. Ich werde mal sonst ein bisschen Druck vorne rausnehmen, ein bisschen mehr auf die Walze, vielleicht die Räder ein bisschen leichter fahren lassen. Vielleicht sackt die Messerwalze auch ein bisschen doll ein. Man weiß es nicht. Quasi hinten ein bisschen mehr drauf laufen lassen. Aber das Ergebnis an sich ist Bombe. Ich denke, das ist vielleicht ein Einstellungsfehler oder Steine. Aber das Ergebnis an sich ist Bombe. Wie ihr seht, ist das so fein zerkleinert. Nochmal deutlich kleiner als jetzt beim Frost. Aber wir haben auch viel mehr Erdbewegung. Ne? Viel mehr Erdbewegung, aber hier richtig feines Material. Hier neben Kerner. Hier sehen wir auch gute Zerkleinerung, aber längeres Material. Hier richtig zerbrochen. Ich denke, ein Vorteil ist zum einen, wir haben hier einen Winter dazwischen gehabt, der alles mürbe macht. Hier. Und ich glaube, die Walze, glaube ich, tut auch noch wirklich einen guten Teil bei zu dem Ganzen, dass es richtig zerbricht. Ich probiere nochmal aus. Also ich ändere mal ein bisschen die Einstellung und dann gucke ich mal, wie das Ganze denn läuft. So, liebe Leute. Ich habe jetzt hier noch ein paar Hektar mit den Sonnenblumen gemacht. Also, ich habe jetzt tatsächlich das so gemacht, Oberlenker ein bisschen weiter ausgeschoben, habe jetzt mehr Last auf diese Walze fahren lassen und das Ergebnis war deutlich besser. Ein Stopfer nur noch. Also ich vermute, das kommt wirklich. Eventuell, wenn die zu tief reingehen, dann rollen die wahrscheinlich nicht mehr, dann schiebt sich so ein bisschen Erde auf. Wie gesagt, Stein hatte ich vorher nicht gefunden, ist aber auch möglich, dass sich genau da, seht ihr da, da ist ein Fingerspalt quasi Luft, dass sich das da zwischensetzen kann. Ich will es nicht ausschließen, aber das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Also ich glaube, zum einen haben wir alles richtig gemacht, indem wir gesagt haben, wir warten bis zum Frühjahr, dann sind die Stoppeln mürbe. Ihr seht, die sind mega mürbe. Ja, also wir haben hier wirklich super kleine Teile. Das Schöne ist hier,
sieht man auch die Schnitte. Hier haben wir die Erde nicht bewegt. Da, wo die Dämme sind, haben wir Erde bewegt. Der Boden ist auch sehr weich, muss man sagen. Er ist super fluffig. Aber das Ding überzeugt wirklich auf ganzer Linie, muss man echt sagen. Macht einen super Job. Ist natürlich schwer, 4,2 Tonnen. Da vorne 1,5, um das so ein bisschen auszuballastieren. Das ist wirklich ein Klotz. Deswegen finde ich die Idee eigentlich auf gefrorenen Boden gar nicht so schlecht. Das Zerkleinerungsergebnis ist nicht ganz so gut, aber wir haben die ganze Last wird quasi vom gefrorenen Boden getragen. Was ich mega genial finde, ist quasi die Aufhängung an diesen Federn. Ihr seht das selber, wie beweglich das quasi ist. Ihr seht das ja auch nochmal in den Videos. Das Ganze kann an sich arbeiten und ist nicht steif. Das arbeitet super elastisch. Man sieht das auch, wenn Steine kommen oder so. Es federt richtig weg, es klappt richtig weg. Die Walze auch schön aggressiv, muss man sagen. Ne? Also die macht dann wirklich hier auch nochmal alles klein. Man sieht das jetzt hier, wo es nicht zerschnitten ist, aber da macht die Walze dann auch wieder den Rest. Also hervorragende Arbeit. Ich hätte, wie gesagt, ich habe da ein bisschen Bedenken, eventuell bei Steinen. Wir haben jetzt ein paar Steine mitgenommen, gut. Wir haben jetzt aber heute hier 20, 30 Hektar gemacht zum Testen. Da kann man natürlich nicht sagen, ob die Walzen halten oder nicht. Aber wie gesagt, ich bin ja eine steinige Region. Ich weiß generell, oder ich habe vom Gefühl her, wenn wir dann immer so ein bisschen mit viel Steinen zu tun haben, ist das so einer der Punkte. Aber da haben sie ja quasi auch eine technische Lösung für. Hervorragend finde ich auch wirklich den Schutz. Hier dieses Plastik, das ist quasi nichts Hartes. Es kann immer ein bisschen arbeiten, ein bisschen ausweichen. Aber wir sauen uns das ganze Ding nicht voll. Jetzt haben wir natürlich hier so ein bisschen Material drauf. Hier vorne ist es ein bisschen weniger. Aber im Gesamten ist das Gerät eigentlich schön frei. Wie ihr seht, jetzt ist hier ein bisschen oben drauf was geflogen. Das ist nicht die Welt, das fällt gleich ab. Wenn ihr euch noch an den Kern erinnert, der hing ja komplett voll mit Stoppeln. Jetzt haben wir hier aber auch so ein bisschen weichere Stoppeln. Also das Material ist ja bei weitem nicht mehr so widerspenstig und bricht ja quasi bei jedem Aufprall. Auch das ist ein Vorteil, warum ich finde, warum man diese Arbeit im Frühjahr machen soll. Man hat einfach brüchige Stoppeln, die spießen sich nicht in den Trecker rein. Und vorher war es schon recht solide, wie die sich da echt reingestochen haben. Weil ich mich noch frage, wofür die hier sind. Ob die noch einen näheren Zweck erfüllen, ob man sich da irgendwas noch ranmachen kann, weiß ich jetzt nicht. Aber ich kann euch sagen, das ist wirklich ein solides Gerät. Und die Arbeit, also von der Schnittfrequenz, das ist wirklich schön fein, das ist solide. Es ist schön eingeebnet durch die Walze, auch auf Mais sah es wirklich gut aus. Es ist ja quasi bis zum Stumpen zerstört. Und auch hier, selbst da, wo man eine kleine Fahrgasse, eine kleine Rinne ist, ist trotzdem der Schnitt von der Messerwalze da, weil die ja quasi so ein bisschen gegenarbeiten kann durch diese Feder. Also ich muss sagen, das Gerät überzeugt einfach. Wenn man das so sieht, das Gerät überzeugt absolut. Ist natürlich ein bisschen schwer. Wenn es jetzt ein Fahrwerk hätte, weiß man nicht, wie die Welt dann aussieht. Quasi hier hat man aber eine schöne Möglichkeit noch, mit dem Oberlenker zu spielen. Gebe ich ein bisschen mehr Druck auf die Messer, lasse ich sie doch ein bisschen mehr auf die Walze laufen und die Messer vielleicht so ein bisschen locker zu gehen, damit sie auch nicht in die Erde geht. Eine wirklich schöne Variante, wirklich schönes Gerät, was hier gebaut wurde. Ja, wenn ihr da Interesse habt, also lasst euch das, schreibt mal die Firma an. Ist sicherlich nicht verkehrt. Gut. Soll es jetzt hier erstmal ein Vlog gewesen sein? In der nächsten Folge, hoffentlich, sind wir dann am Gerraster Ausbringen in der Gerste. Das ist quasi mein Plan für morgen. Das würden wir morgen machen. Das Gerät bleibt jetzt noch ein bisschen hier. Das fährt morgen noch bei uns. Das wird ja am Donnerstag, heute ist ja Dienstag, 1. März. Am Donnerstag, am 3. quasi, wird hier noch ein bisschen getestet von der Profi. Ich glaube, ich lasse den Schlepper dann auch wahrscheinlich davor oder wir spannen den nochmal vor. Und dann sehen wir weiter. Vielleicht kommt im Nachgang jetzt noch ein bisschen Videomaterial rein, was wir im Nachgang jetzt morgen oder vielleicht übermorgen gedreht haben. Aber trotzdem erstmal wieder vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. We'll be right back.
Ooh.